Hallo Leute, ja, wir sind an der Station angedockt und werden jetzt gleich da reinschauen nach dem Logo und auf dem Großbildschirm dann, was wir da zu kaufen kriegen, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. Ausrüstungsdock handeln. Schauen wir mal erstmal hier rein. Detektor, Scanner, Booster. Ja, das ist jetzt nicht vonnöten. Frachtraumerweiterung brauchen wir auch nicht. Geschützkontrollsysteme, da haben wir schon genug von, denke ich. Wir sollten uns nochmal auf die Waffen konzentrieren. Allerdings, ja, Titan Naonit ist schon besser wie Titan im Endeffekt. DPS 201 hier, 85 Schaden. Obwohl, der Schaden ist ziemlich gut, ne? Haben wir das Geld? Gerade so, ne? Oder? Aber Naonit ist jetzt. Weiß ich nicht. Ne, lassen wir mal. Ich glaube, hier ist nichts für uns. Wir sollten weiterschauen. Also die Kanone kann irgendwie so 45 Grad weg, also 90 Grad Winkel insgesamt, glaube ich, machen. Ne? Schauen wir mal. Wir wollen in diese Richtung weiter, denke ich mal. Da ist ein Tor. Ost-Südost-Tor, das ist nicht das Richtige, wenn. Nee, nicht Map. Westtor ist richtig. Fliegen wir da mal schnell hin und gucken zu, dass wir da reinkommen. Vielleicht gibt es da weitere Ausrüstungsdocks, die wir noch nicht entdeckt haben, ne? Okay. Und ein Sprung. Oh, der ging aber schnell. Wo sind wir? Da sind wir. Jetzt können wir nach hier und dann werden wir da lang fliegen. Ne? Es ist das. Nord-Nordwest, das sieht danach aus. Fliegen wir schnell da rein. Müsste sich eigentlich die Station zwischen den beiden Verbindungslinien auftun, ne? Schauen wir mal. Da oben haben wir noch so ein Säckchen einzusammeln, ne? So. So, schauen wir noch nicht mal durch, ne? Müssen wir nochmal starten. So, jetzt aber. Lass uns gerade hier oben hingehen. Und das einsammeln. Und damals 219.000. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Passt. So, kurz reingeschaut hier in den Sektor, ne, in diesen Bereich. Hier ist nichts Interessantes. Das ist tatsächlich die Verbindungslinie nach da, ne? Ist das dann das nächste Tor? Asteroiden erwischt. West, Nordwest, ne. Wo ist noch ein Tor? Da unten. Aber das ist das, wo wir herkommen. Aha. Nochmal West-Nordwest. War das West-Nordwest? Nein, das war da. West? Doch, West-Nordwest ist richtig. Dann fliegen wir da mal hin. Die Xotern werden langsam zu Bedrohung. Bedrohung, nicht Betreuung. Bedrohung steht da oben.
Sind hier Asteroiden, müssen wir gleich ein bisschen aufpassen. So ein leichter Nebel hier. Kommen wir vorbei, ja, ne? Kommen wir nicht vorbei. Schade. Hat uns gerade ein Triebwerk zerschlagen, oder? Ja, wir müssen sowieso einen Moment warten, bis wir das reparieren können, ne? Springen wir erst in einen anderen Sektor, dann sehen wir weiter. Gut. Hier. Hier. Repariert. Karte. Und jetzt wieder nach Nordost-Nord. Ist nur der Sektor, das Tor da. Nord-Nordost ist es. Passt schon. Langer Weg dahin. Weil im Endeffekt will ich hier oben zu diesem Sprungbereich hin, dass ich dann da dieses lange Ende machen kann, ne? Schauen wir mal. Gucken wir, welcher Sektor als nächstes kommt und ob es. In diesem Sektor ist ja sowieso nichts. Hier ist ja nichts drin. Ja, unsere Batterie ist tatsächlich leer, ne? Hier ist ja nichts außer Essen mit Raketenantrieb, Veggie-Check. Keine Ahnung. Hier ist nichts sonst. Essen. Essen. Ach, der ist das dann, oder? Ja. Gut, fliegen wir weiter noch. So, dann springen wir wieder nach Nord, Nordost und schauen, was da los ist. So, Karte. Okay, dann haben wir hier den Sprung noch da und dann können wir schon den langen Sprung machen. Ist hier noch was Besonderes? Schrottplatz ist hier, okay. Das heißt, wir müssen jetzt nach Ost, Nordost, ne? Ja. Wenn wir da sind, dann sind wir dann beim Wurmloch, wo wir dann weiterkommen. Einmal noch aushalten. So, Batterie leert sich jetzt, Generator produziert nicht mehr. Aber da sieht alles gut aus. Da kommen wir wohl hin. Kraftstoff ist alle. Ölbohrturm, Ressource, Edelmetall, der ist nix. Und jetzt müssen wir nur das Wurmloch haben, wo wir reinfliegen müssen. Da. Dann fliegen wir mal die Richtung da. Und der kleine Flieger, der wäre ja beinahe hier bei uns in der Quere gekommen, ne? Okay, Batterie muss ich erst aufladen, passiert jetzt aber. Hier gibt es keine Reichweitenentfernung. Schneller, doch, jetzt geht schneller, okay. Dann machen wir das auch gerade. Und dann machen wir einen großen Satz. Zum Zentrum der Galaxie. Zack. Lädt ziemlich schnell heute nach, weiß gar nicht warum.
Okay, hier hat einer eine Aufgabe, wie wir sehen. Sehen aber nicht, wo er ist. Der handelt da, oder? So, und dann. Hier ist die Barriere. Wir können ja mal gerade hier schauen. Dann ist hier schon Ausrüstungsdock. Nee. Da ist eins und da ist eins. Bedeutet, springen wir hier hin, ne? Und wir sind zu schwach für den Sektor, steht da oben schon wieder. Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Okay, hier gibt es jetzt eine Verbindung nicht nach da. Hier gibt es nur einen Weg nach da. Piraten greifen den Sektor an. Den sehe ich da unten. Okay, die sind schon kaputt, bevor sie überhaupt gestartet sind. Sehr schön. West, Südwest, nee. Mich würde interessieren, wo hier diese Verbindung hingeht. Ist das direkt neben uns? Probieren wir es doch mal aus. Schauen wir mal. Nee. Bringen wir den nächsten. Geht ja relativ schnell. Nee. Dann kann sie ja nur noch hier sein. Und das ist auch schon nicht mehr wahr. Die Karte passt wieder nicht, ne? Die Karte passt nicht. Nein. Wenn wir hier jetzt hinspringen, ist außerhalb der Reichweite, müssen wir zwei Sprünge machen, ne, oder? Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Machen wir mal gerade und sehen wir, dass da auch nichts ist. So, der zweite Sprung gleich hinterher. Gut, und dann sehen wir, dass da nichts ist, oder? Es ist zwar was, aber. Nee, hier sind wir. Ja, es ging hier hin und wir sind hier gesprungen, glaube ich, ne? Naja. Dann würde ich sagen. Nee, warte mal, hier war ein grüner Blips noch. Dann nehmen wir den mal. Springen da hin. Da oben können wir schon wieder Ware einsammeln. Kurz einmal geschaut, wieder 200.000. Oh, nochmal. Diesmal nur 36.000. Gut, nochmal Karte. Kommen wir da hin? Ich glaube ja, ne, oder? Müssen wir da lang springen. Kapitän Venet hat Level 2 erreicht. Respekt. So, und dann ist hier das Ausrüstungsdock. Schauen wir mal gerade rein. Ausrüstung handeln, Kanonen, Doppelkanonengeschütztum und hier sind wieder Feuerstoß, dreifach Minigun. Dürfen wir aber nicht. Das ist ein Abwracker, Distanz, Duo, Blitzkanone.
Funktioniert hier auch nicht. Schaden 48,8 mal 2. Diese hier. Oh, der ist ja gut. Aber ich muss da erst für andocken. Fliegen wir schnell hin. Die nehmen wir mit. Die macht einen guten Eindruck. Ich weiß nicht, wie die Zeit war. Läuft wahrscheinlich in der Zeit ab, bis ich angedockt bin, ne? Wo ist ein Dockingport? Da. Der ist näher. So, schnell. Ausrüstung handeln. Das war die Bumme. Kaufen wir. So. Ja, die können wir leider nicht, ne? Das ist der Abwracker, den wollte ich sowieso nicht. Hier haben wir noch eine Xanion-Geschichte. Ja. Und was hatten wir hier? Hier hatten wir schon reingegangen. Geschützkontrollsystem ziviles. Nur für Geschütze 4. Autogeschütztürme Slots 4. Wenn man es fest einbaut. Fügt Slots für unbewaffnete Geschütztürme hinzu. Die brauche ich jetzt nicht. Okay, können wir wegfliegen gerade einmal. Dann rufen wir mal gerade den Baumodus auf. Der hat Schaden 1902, okay. Diese hier hat Schaden 3000. Nicht genug Slots frei. Wie, warte mal. Dann ist diese Waffe ja gar nicht die beste, oder? Die entfernen wir mal gerade. Aber immer noch hier. Kanoniere 2. Slots 5 und die hatte Slots 4. Dann haben wir hier viel zu wenig Slots noch, ne? Wo stehen jetzt hier die Slots? ...26 Mannschaftskandidiere. 33.000 Lohn. Subsystem Sockel 4. Hyperraumverstärker. Professionelles Handelssubsystem. Eigentlich brauchen wir das nicht, ne? Das kann ich hier gerade, glaube ich, rausbauen, ne? Professionelles System haben wir gerade rausgeschmissen. Das ist ein Bergbausystem. Festinstallation. Sehe ich jetzt hier irgendwie das mit den Slots? Nee, ne? Hülle, Beschleunigung, Brems, Rollen, Feuerkraft, frei. 1.
Bewaffnete Geschütze, minus 4 steht hier vor. Keine Ahnung, wofür das wieder gut ist. Ah. Nicht nur, dass wir eine Geschütze haben, das stelle ich schon. Vier von fünf habe ich, okay. Wovon der Geschütze 0 von 2, defensive Geschütze 0 von 1, okay. Bewaffnete. Hier stehen keine Slots drunter. Dann müsste der ja gehen, ne? Tut er auch, aber das ändert hier nichts. Slots 4. 3. Das ist unbewaffnet. Kriegen wir doch noch dahin, ne? Oder? Ne, unbewaffnet. Auch nur einer, okay. Da bräuchte ich 3 mehr, steht da, oder was? Unbewaffnete Geschütztürme und einer dann. Also bringt mich das hier gar nicht weiter zurzeit. Zwei Slots. Sind auch Abwracker, die unbewaffnet. Das bringt mir ja gar nichts. Defensive Geschütze. 0 von 0. Noch schlechter. Ja. Das Ding musste größer werden, damit das, ne, was bringt. Orgonit ist ausgewählt, ne, ja. Korrekturdüsen. Ich mache das mal so. Ob das gut ist oder schlecht ist, weiß ich noch nicht. Fracht. Machen wir mal so. Generator noch. Batterie noch. Geht erstmal. Komm, den Generator machen wir nochmal dahinter. Und dann. Quartiere hatten wir schon, ne? Ja. Haben wir hier noch einen größeren Frachtraum? Ja, so wollte ich den machen, ne? .300 können wir machen. Und dann Triebwerke. Spiegelachse. So. So. Da hätte man natürlich auch noch spielen können, aber ist jetzt egal. So, jetzt fehlen uns natürlich Leute da drin, ne? Und Spiegelachse kann eigentlich weg. Ach, habe ich jetzt aufgemacht. So, da weg, dann weg. Und Orgonit-Panzerung ist jetzt hier gefragt.
So. Mal der Spiegelachse an. Und das gleich zweimal, oder? Das können wir uns aber nicht leisten, doch. Ist das die Mitte? Das ist, glaube ich, die Mitte, oder? Aber er hat jetzt nur die Hälfte gemacht, weil die andere Hälfte nicht geht, oder was? Geht doch, oder? So, aus dem Baumenü gerade raus. Jetzt bin ich natürlich nirgendwo, doch in der Stationsnähe bin ich ja hier. Lass uns schnell dahin fliegen. Das Ding dreht sich jetzt natürlich ganz schlecht, ne? Dann nochmal schnell ins Baumenü rein. Und Trecker zu dem von, ne? Den haben wir ja nicht, ne? Ne, haben wir ja nicht. Gyrophalanx, da ist er. Das kann aus. Und kriegen wir denn so? Warte mal, Spiegelachse an. Machen wir den so, dann dreht er sich so rum. Dann müssen wir noch das andersrum rollen. Ja, mach sie hier einfach draußen dran, ist doch egal, oder? Wir können rollen, wir können längens, aber in der Höhe kommen wir da nicht rum. Aber brauchen wir das? Wir werden es gleich sehen. Okay, das funktioniert schon mal gut. Auf und runter geht halt nicht so gut. Und Trägheitsdämpfer ist auch noch ein Problem. Jetzt trudeln wir in diese Richtung und hoffen, dass wir gleich in den Fängen des Docks kommen. Damit wir da F drücken können. Gut, Crew erneuern. Wir brauchen mit dem Schlüssel welche. Brauchen wir nur einen. Anheuern. Haben wir so mehr angeheuert jetzt, aber ist nicht so schlimm. Was haben wir jetzt hier noch? Die Bremsschub ist sehr gering. Okay, da müssen wir noch dann nochmal bauen. Und da brauchen wir einen Trägheitsdämpfer. Obwohl, dann geht da nur. Und Eisen. Gibt es nur Avor und Eisen? Okay, dann ist das halt so. So, das sollte dann passen. So, Baumenü raus. Einmal wegfliegen. Und gucken. Ich glaube, den Trick als Dämpfer bauen wir normal da rein. Und dann brauchen wir doch noch hier so einen Gyrophalanx. Kopier den mal. Das war Farbe. Kopieren. Und dann müssen wir den nochmal drehen.
Und zwar die Richtung ist richtig. Ob das jetzt gut oder schlecht war, weiß ich nicht. Machen wir so. Baumodus raus. Jetzt fliegt es auf jeden Fall in alle Richtungen. Ist das mit dem Trägheitsdämpfer? Geht. Würde ich so lassen. Schauen wir gerade hier rein. Jetzt haben wir hier einen Slot mehr. Gut. Aber da haben wir jetzt nicht die passenden Slots für, oder? Autogeschütz-Slots brauchen wir nicht. Bei Festinstallation gibt es ein Autogeschütz und dann geht das. Wir müssen gucken, dass wir bewaffnete Geschütztürme kriegen. Das müssen wir dann bei solchen Stationen mal erforschen. Beziehungsweise kaufen. Unbewaffnete, wir brauchen Bewaffnete. Beliebige Geschütze plus 2 und da plus 3. Das hört sich doch schon nach einem Deal eigentlich an, ne? Und hier plus 3 Bewaffnete. Plus 1 dann noch dazu. Der ist es. Also ich muss gedockt sein. Machen wir. Docken wir, kaufen wir, fertig. Oh, Traktorstrahl geht schon. Ne, es war ein Anzeigefehler, oder? Okay, jetzt geht's aber doch. Gut, Folge ist schon urslang. Das heißt, wir gehen da gerade noch schnell rein und kaufen die beiden Geschütze hier, also Kontrollsysteme, und dann machen wir das in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.